Meine Damen und Herren, wir haben heute eine Corona-bedingte Premiere, die Alpenblicke zum ersten Mal in der virtuellen Welt. Ich selber befinde mich in München und unser heutiger Gast, den ich gleich herzlich begrüßen werde und auch ein bisschen vorstellen werde, befindet sich in Hamburg. Wo er da genau ist, das wird er uns dann gleich nochmal erklären können. Also, Helge Fuest, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Normalerweise würdest du jetzt einen Applaus hören und ich versuche ihn dir virtuell nach Hamburg zu schicken, aber fühle ihn nicht minder herzlich. Wir können dir für den nächsten Gast kann ich dir so einen virtuellen Applaus schicken. Ja, den kannst du dann einspielen nächstes Mal. Ich hatte mir das überlegt, ob ich jetzt anfange, meine nicht vorhandenen virtuellen Technikfähigkeiten mit einzuspielen. Also ich lerne da zurzeit sehr viel, was man nicht alles so machen kann. Ich habe aber zugegebenermaßen dann diesen Ehrgeiz wieder bleiben lassen. Dr. Helge Fuest, zweiter Chefredakteur ARD aktuell und damit hauptverantwortlich für die Tagesthemen. Ist das der korrekte Titel? Absolut korrekt. Du kennst dich aus in der ARD. Ansonsten, die Titel sind ja nicht immer so selbsterklärend bei uns in der ARD, aber am Schluss ergibt es alles Sinn. Zweiter Chefredakteur ARD aktuell. Vielleicht erstmal, was sich hinter ARD aktuell verbirgt. Das ist nämlich alles rund um Tagesschau. Tagesthemen, Nachtmagazin, sowohl linear als auch online, digital, also tagesschau.de. Die Seite und auch die Tagesschau-App oder die Tagesschau auf den ganzen Social-Media-Plattformen. Das ist in den letzten Jahren jetzt alles erst passiert, aber auf Instagram zum Beispiel ist die Tagesschau die führende Marke im Medienbereich oder auf TikTok seit kurzem, seit letztem Jahr und auf Facebook, YouTube natürlich auf den Seiten auch. Also alle Ausspielwege, alles, wo irgendwie die blaue Tagesschau drauf ist, das kommt hier aus dem Haus. Gut, du klingst auch so, als ob du jemand bist aus dem Norden. Täusche ich mich da oder stimmt das? Es stimmt, ich bin hier in Hamburg, aber komme aus Hannover ursprünglich. Hamburg im größeren Sinne, der Norden zählt irgendwie auch zur Heimat. Ich habe beim NDR gelernt, habe mein Volontariat, meine journalistische Ausbildung hier beim NDR gemacht. Das heißt, ich war schon mal für ein paar Jahre hier in Hamburg und bin im letzten Jahr hierher zurückgekehrt, wieder zu ARD aktuell. Hat auch wieder was Schönes, so spannend die letzten Jahre waren an verschiedenen anderen Orten. Ist es toll, wieder in der Heimat zu sein. Das hat ja immer was Besonderes, auch wenn ich gerne unterwegs bin und an vielen Orten schon gelebt habe. Aber mal wieder näher an der Familie zu sein, ist natürlich auch was ganz Besonderes. Das hast du schon angesprochen, warst vorher woanders, aber du bist das, was ich ein öffentlich-rechtliches Gewächs nenne. Das meine ich gar nicht despektierlich. Du siehst gut aus, also danke, jedenfalls, danke, weil ich das beurteilen kann. Aber ein öffentlich-rechtliches Gewächs, das in relativ jungen Jahren schon, das kann ich verraten, du bist noch deutlich unter 40, jetzt an so einer Position angelangt ist. Was hast du vorher gemacht innerhalb des Reiches der ARD? Also erstmal, weil du das sagst, ja, auf dem Papier bin ich sowas wie ein öffentlich-rechtliches Gewächs. Das war aber nie so wirklich geplant, außer dass ich wusste früh, dass ich Journalist werden will. Woher das kommt, keine Ahnung. Niemand in der Familie hat irgendwas jemals mit Medien zu tun gehabt. Meine Eltern haben Architektur studiert, sind da in verschiedene Bereiche dann gegangen, gab ganz verschiedene Berufe in der Familie, aber Medien hat nie mit jemand irgendwas mehr zu tun gehabt. Ich wusste schon früh, dass ich Journalist werden will und in Hannover aufgewachsen, da kommt man dann schnell zum NDR. Das eine war die Zeitung vor Ort, die Hannoversche Allgemeine, für die habe ich anfangs auch geschrieben. Im Regionalen, so sollte man als Journalist, ist jedenfalls eine gute Sache, auch immer anfangen, wirklich vor Ort Geschichten zu schreiben und dann war der NDR das Nächste. Und das war immer ein Ziel und in den letzten Jahren habe ich viele spannende Stationen gehabt nach dem NDR und der Ausbildung. Ich war in Washington im ARD-Studio eine Zeit lang, war bei NBC in Washington und zuletzt die letzten Jahre beim WDR in Köln. Fast die Seiten gewechselt innerhalb des Öffentlich-Rechtlichen und zwar
vom Programm in die Intendanz, habe dort als persönlicher Referent des Intendanten gearbeitet bei Tom Buro und als stellvertretender Leiter der Intendanz, also den ganzen Management-Part kennengelernt und auch viele medienpolitische Themen gemacht, eine spannende Zeit und dann wieder ein bisschen mehr Richtung Programm zu Phoenix, dem Sender, wo man so viel Fläche für die politische Berichterstattung hat wie sonst nirgendwo. Und jetzt wieder zurück nach Hamburg. Das heißt, Management ist geblieben, aber Programm ist wieder dazugekommen. Bist du natürlich ein genialer Programmmacher. Ich habe dich auch schon in den Tagesthemen bewundern dürfen als Moderator, weil alle anderen keine Zeit oder Lust hatten oder was auch immer der Grund war. Das kannst du dann auch noch gleich erläutern. Jetzt hat euch ja Corona-bedingt eigentlich das achte Weltwunder im positiven Sinne ereilt. Oder natürlich sagt der Programmmacher völlig klar, 18 Millionen Zuschauer mache ich jeden Abend. War aber vielleicht nicht ganz so, dass es nur aufgrund der großartigen Machart der Tagesschau als solches entstanden ist. Hat euch das überrascht? Also wir haben tatsächlich ja, deswegen der Titel für heute Abend passt auch wunderbar, wir haben Rekordquoten gehabt für mehrere Monate sogar und haben auch jetzt immer noch mehr Zuschauer fast jeden Abend und jeden Tag als vor Corona. Und ja, das waren bei der Tagesschau um 20 Uhr, waren es bis zu 18 Millionen Zuschauer und dann nur mal im Vergleich, das ist in den letzten 30 Jahren sind die 9 der 10 am meistgesehenen Sendungen, also mit so einer Höhe von Zuschauern, sind in diesen Corona-Wochen gewesen. 9 von 10 meistgesehene Sendungen der letzten knapp 30 Jahre. Da sieht man im Vergleich, also das hatten selbst Sendungen im Weltmeister- und Europameisterschaftsumfeld nur selten geschafft, da wirklich hinzukommen. Von daher und bei den Tagesthemen, die ich direkt leite, auch, da haben wir sonst im letzten Jahr ziemlich genau 2 Millionen Zuschauer im Schnitt gehabt. Hier waren es jetzt 3 bis 4 Millionen Zuschauer jeden Abend. Auch das zu noch späterer Stunde aufgrund der ganzen Extrasendung, die es vor uns gab, ja eine wirklich große Zahl. Und von daher, darüber freuen wir uns natürlich, klar. Jeder freut sich über jeden weiteren Zuschauer, den man kriegen kann und dann solche Rekordquoten zu haben. Aber irgendwie war es natürlich doch gefühlt im Land Krisenzeit. Du sprichst es an, es ist ja jetzt nicht nur eigener Verdienst, weil man die Sendung irgendwie so toll und neu gestaltet hat, aber unser Verdienst war, glaube ich, schon, dass wir ja, also zum einen war es eine besondere Krise, weil wir haben ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die haben aus Krisengebieten berichtet, aus Kriegsgebieten, die haben alles schon gesehen und mitgemacht. Aber die konnten bei allen Krisen, über die sie berichtet haben, immer wieder nach Hause kommen und hier war alles sicher und hier war das geordnete Leben. Und zum ersten Mal hatten wir eine Krise, wo mindestens ja in den ersten Wochen und Monaten jeder persönlich, jeder privat davon betroffen war. Und jeder sein eigenes Leben erstmal managen musste. Die einen mit Kindern, die anderen mit Eltern, zu denen sie nicht mehr durften, die im Altenheim waren. Verschiedenste Konstellationen, andere, die Vorerkrankungen hatten. Das heißt, da spricht man über ganz, ganz viele individuelle Fälle. Obwohl alle ihr eigenes, ihr privates Leben managen mussten, haben alle alles gegeben, um die ganzen Sondersendungen zu machen und über diese Krise und diese Zeit zu berichten. Von daher, das war die besondere Leistung und ja, und dass wir dann die Zahlen hatten, war natürlich klasse. Gut, die Überschrift eben im Sinne von heilende Wirkung, was die Öffentlich-Rechtlichen als solches ergibt, weil wenn ich deine Antwort so einigermaßen zusammenfasse, dann wart ihr auch überrascht davon, dass es so viele Zuschauer waren. Ja, also einerseits ja. Also ich sage nochmal einen Schritt zurück. Wir waren ja alle überrascht über Corona. Von Corona. So. Und damit einher kam die Überraschung, dass man auf einmal solche Rekordzahlen hat. Wo wir nicht überrascht waren, war, dass in der Krise die Leute bei uns einschalten. Und zwar viel mehr noch als an normalen Tagen. Weil das gab es in der Vergangenheit auch. Nur in der Vergangenheit, Krisensituation, das war mal ein Tag. Ja, das waren mal 2, 3 Tage, der 11. September damals. Das waren auch Wahnsinnsquoten, die waren zwar nicht ganz so hoch, aber natürlich auch viele Millionen zusätzliche Zuschauer.
Nur das war dann ein Tag und ja, die 2, 3 Tage danach auch noch. Und dann ging das Leben so langsam hier weiter. Waren die Quoten schnell wieder da, wo sie vorher waren. Diesmal hatten wir das monatelang. Monatelang jeden einzelnen Tag. Sowas gab es noch nie. Und das war das natürlich, was uns alle überrascht hat. Aber in der Krise ist das Schöne. Und wenn wir über Vertrauen sprechen, dass dieses Grundvertrauen da ist, dass die Leute vor allem uns einschalten im Ersten. Das eine ist auf der Fernbedienung, weil wir da zum Glück bis heute auf der Nummer 1 sind, geht das auch am schnellsten. Aber auch die, die jetzt inzwischen online gucken und über den Livestream gucken, auch da sind wir bei den Nachrichten die Ersten. Da gibt es nicht mal auf der Fernbedienung die 1. Das heißt, da muss noch mehr dahinter sein, als nur die 1 auf der Fernbedienung. Da ist ein Grundvertrauen, was wir uns aber natürlich ständig wieder erarbeiten müssen, auch in so einer Krise. Es ist ja so, das ist ja einer der Punkte, dass man in Nicht-Krisenzeiten, wenn man über Öffentlich-Rechtliche spricht oder gesprochen hat, gerne gesagt hat, das guckt eh keiner mehr und die, die es gucken, die sterben eh bald alle aus. In diesem Fall 18 Millionen und solche Größenordnungen erzielt man ja nicht nur in einer Zielgruppe, in der bevorzugten älteren Zielgruppe, wenn man das so formulieren möchte, sondern plötzlich haben lauter Menschen euch geguckt, die euch angeblich gar nicht mehr erkennen oder gar nicht wissen, dass es euch gibt. Woran lag das deiner Meinung nach? Wir haben ganz viel Rückmeldung bekommen, zum einen aus dem privaten Bereich, aber auch von ganz wirklich vielen Zuschauern in der Corona-Zeit, jetzt in der ersten Zeit, die gesagt haben, wir sitzen wieder als ganze Familie zu Hause vom Fernseher und gucken Tagesschau abends. Das Lagerfeuer, ganz genau. Und zum einen muss man ja sagen, auch vor Corona gab es dieses Lagerfeuer ja auch noch. Also wenn es das im Fernsehen gab, dann vor allem bei der Tagesschau um 20 Uhr, die ja auch vor Corona fast jeden einzelnen Tag die meist gesehene Sendung im deutschen Fernsehen ist. Und jetzt mit Corona natürlich noch viel mehr. Aber wir haben wirklich ganz viele Rückmeldungen bekommen, nette Geschichten von Vätern und Müttern, die erzählt haben, es sind auf einmal unsere Kinder, die sagen, es ist 20 Uhr, Tagesschau fängt an. So. Und wenn, dann war es ja eher andersrum die letzten Jahre, oft gefühlt oder immer mehr, dass Eltern ihre Kinder verpflichten müssen und sagen müssen, guckt euch doch mal die Tagesschau an. Obwohl, wie gesagt, das war eher zum Teil das Image, weil die wahren Zahlen, auch vor Corona, waren ja schon, dass die Tagesschau die meistgesehene Nachrichtensendung auch bei jungen Leuten in Deutschland ist. Aber mit Corona, das war ja die Frage, mit Corona und den hohen Zahlen ist es so, dass die wirklich über alle Altersgruppen und vor allem auch bei Jungen deutlich gestiegen sind. Und für uns ist natürlich dann die Frage, kann man junge Leute jetzt auch nach dieser ersten Krisenzeit halten? Und das versuchen wir komplett über alle Ausspielwege zu machen, aber auch über das Lineare natürlich. Nur so ganz einfach ist es natürlich nicht, eine Sendung umzubauen, dass sie auf einmal dann angepasst und abgepasst ist für 20-Jährige. Das funktioniert so einfach ja nicht, sondern die Tagesschau war schon immer so. Die muss für alle Generationen, für alle Menschen passen. Aber es hat uns das nochmal bewusster gemacht, wo so viele junge Leute zusätzlich jetzt uns eingeschaltet haben, dass wir wirklich darauf achten, machen wir die Themen zum Beispiel in den Tagesthemen, haben wir viel drüber diskutiert. Schauen wir noch auf Jugendliche, auf junge Leute, wie Corona die junge Generation beeinflusst. Also was ist mit denen, die in so einer Zeit gerade Abitur machen oder irgendeinen Abschluss machen, die studieren oder eine Ausbildung anfangen? Was für eine Perspektive haben die? Wurde ja schnell von dieser Generation Corona gesprochen. Das haben wir uns tatsächlich dadurch, dass wir gemerkt haben, es schalten viel mehr junge Leute ein, haben wir uns das bewusster gemacht bei der Themenauswahl. Und ich glaube, bei den Tagesthemen, da haben wir auch noch mehr Möglichkeiten, bestimmte Themen zu setzen, neben denen, die irgendwie aktuell an einem Tag abgebildet werden müssen, Nachrichten, Schwerpunkte zu setzen. Und das haben wir da wirklich gemacht.
Du selber bist ja jetzt nicht der Zielgruppe der 50-Jährigen plus angehörig, das kommt noch eines Tages. Deine beiden Kollegen, beziehungsweise die Kollegin und der Kollege in der Chefredaktion sind auch das, was man als eine Jungspundbande bezeichnen mag oder kann. Ist es Zufall? In dem Sinne, dass es wesentlich jüngere Leute sind, die heute diese Ikone Tagesschau verantworten, als denn meinetwegen vor 10 oder vor 15 Jahren? Nichts ist Zufall in der ARD. Das ist natürlich alles so geplant gewesen. Meine beiden wunderbaren Kollegen Markus Bornheim als erster Chefredakteur und Juliane Leopold als Chefredakteurin Digitales, wir bilden hier das Trio. Und tatsächlich das jüngste Trio jemals hier an der Spitze bei ARD aktuell. Also es gab schon öfter, alle paar Jahre dann mal einen Generationswechsel, aber wir drei sind alle unter 50 bringen natürlich ganz verschiedene Erfahrungen. Wir sind verschiedene Wege gegangen im Öffentlich-Rechtlichen und auch außerhalb des Öffentlich-Rechtlichen. Im Linearen und im Digitalen haben wir alle drei Erfahrungen gesammelt und versuchen ARD aktuell und diese alte ehrwürdige Marke Tagesschau und Tagesthemen, Nachtmagazin, alles, was damit dranhängt, versuchen wir auf den Weg zu bringen, beziehungsweise wir sind auf dem Weg und versuchen das weiter zu stärken, dass wir das Lineare, solange es das gibt, und ich glaube, das Lineare wird es noch lange geben, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Das ist kein Auslaufmodell, sondern gerade bei der Tagesschau und den Tagesthemen eine Sendung, die, wie wir eben drüber gesprochen haben, die weiterhin viele Zuschauer haben und nicht abstürzen bei den Zuschauerzahlen. Und darüber hinaus natürlich, und das ist eher die Herausforderung, in manchen anderen Bereichen entscheidet man vielleicht, das Lineare können wir langsam ein bisschen weniger machen und machen dafür mehr Digitales. Wir wollen das Lineare genauso bespielen weiterhin, von der Qualität her und von dem Aufwand und dazu zu investieren und weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig müssen und wollen wir natürlich im ganzen digitalen Bereich, im Online-Bereich aufbauen und weiter vorantreiben. Müssen beides versuchen und da ist die ARD wirklich, oder die ARD, finde ich, strategisch wichtige Entscheidung getroffen, uns hier bei ARD aktuell auch langfristig bei allen Kürzungen, die es jetzt ja im Öffentlich-Rechtlichen nach und nach immer mehr geben wird, aber ARD aktuell weiter zu stärken und zu sagen, diese Marke Tagesschau ist so stark und so wichtig für nicht nur die Medien und die öffentlich-rechtlichen Medien, sondern für unser Land insgesamt, für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft, dass da, wenn es irgendwie geht, nicht gekürzt wird, sondern im Gegenteil, dass wir gucken, wo müssen wir investieren, in welche Bereiche, damit die Marke Tagesschau auch in den nächsten 50 Jahren, von solchen Zeiträumen kann man bei der Tagesschau durchaus sprechen, dass sie da stark ist. Das haben wir ja mit dem Thema, also Corona hat plötzlich eine heilende Wirkung, das ist ja eigentlich schon an sich schon ein Anachronismus, wenn man es jetzt mal auf Corona als solches bezieht. Die Akzeptanz oder beziehungsweise die Problematik der mangelnden oder fehlenden Akzeptanz ist ja unter anderem das, was in öffentlichen Diskussionen immer deutlicher zu spüren, immer deutlicher gespürt wurde. Es geht jetzt momentan aktuell in der Medienpolitik um die Beitragserhöhung. Und insbesondere im Osten gibt es ganz klare Tendenzen von mindestens einem Landesparlament, dieser Erhöhung nicht zustimmen zu wollen. Was macht man jetzt, wenn man solche Menschen, solche Landtagsabgeordnete in dem Fall überzeugen möchte und muss, dem zuzustimmen oder eben jene heilende Wirkung hinzuzufügen? Und vielleicht noch eins vorgesetzt. Was glaubst du, woran es meinetwegen insbesondere im Osten bisher gefehlt hat, um diese Akzeptanz zu bekommen, die man braucht? Du hast das schöne Wort investieren eben verwendet und alles, was ich momentan in puncto Öffentlich-Rechtliche höre und lese und sehe, ist, wie man nicht investiert, sondern wie man einspart, also auf gut Deutsch nicht mehr, sondern weniger Geld ausgibt. Ja, also erstmal ist es wichtig, dass
Wir nicht nur, weil es jetzt um eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags geht und weil das ganze Thema gerade ansteht, dass man da guckt, was können wir denn jetzt eben mal schenken oder versprechen, sondern es sind ja viele Themen schon seit Jahren immer wieder im Gespräch. Und ich habe bei Phoenix einige Sachen umgesetzt und bin im letzten Jahr hierher gekommen, auch mit ein paar Ideen und unter anderem, dass wir bei den Tagesthemen mehr und vor allem näher dran an den Menschen wirklich auf die Regionen gucken, auf die Themen vor Ort. Mhm. Und weil ich glaube, dass die Leute genauso wie in der Politik sehr schnell merken, es ist gerade Wahlkampf und es soll was verteilt werden. So. Und dann ist das Ganze schon mal weniger wert. Das heißt, es ist wichtig, dass die Menschen sehen, wenn es jetzt um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, dass wir dauerhaft immer wieder versuchen und uns überprüfen, sind wir nah genug an den Menschen, geben wir wirklich als Öffentlich-Rechtlicher das, was die Gesellschaft möchte und braucht und verlangt, und um unsere Gesellschaft zu stärken und die Demokratie zu stärken. Das habe ich mich an jedem Ort, an dem ich gearbeitet habe, immer gefragt. Und in meiner Phoenix-Zeit war es viel das Thema Europa, wo ich gesagt habe, da wissen wir viel zu wenig drüber, da müssen wir viel mehr erklären, viel mehr vor Ort sein. Und hier ist es jetzt mal praktisch am anderen Ende viel mehr wieder vor Ort und die einzelnen Regionen in Deutschland, die wir als Redaktion in den Blick nehmen. Und wir haben zum Beispiel bei den Tagesthemen letztes Jahr schon angefangen mit der Idee und die jetzt umgesetzt und könnte vom Zeitpunkt eigentlich nicht besser sein als in dieser Corona-Zeit, wo wir in einem wahnsinnigen Umbruch sind und ja noch viel mehr in eine Umbruchzeit kommen werden mit den ganzen Folgen von dem, was passiert ist in den letzten Monaten. Und da haben wir mit Tagesthemen mittendrin eine neue Rubrik geschafft, eine neue Reihe, wo wir wirklich vor Ort sind, nah an den Menschen sind. Und das ist jetzt so ein journalistischer Begriff, den ich sagen werde, aber der ein oder andere kennt den vielleicht. Wir haben ganz oft natürlich, dass wir aufs politische Berlin gucken. Ja. Und da wird im Bundestag heute ja auch wieder über viele Themen diskutiert, die wichtig sind für die Menschen. Und dann wird dieses Thema, was im politischen Berlin gerade unterwegs ist, das wird, wir nennen das immer, runtergebrochen. Dann guckt man und sucht sich irgendwo in Deutschland einen Arbeiter jetzt beispielsweise, wenn es um Lohn geht, und beispielhaft zeigt man dann, wie wirkt sich der Mindestlohn aus in einer Firma oder bei einem Arbeiter. Das gab es bisher auch schon immer und das wird es auch weitergeben, aber wir wollten es mal ganz bewusst umdrehen und nicht aufs politische Berlin gucken und schauen, wie können wir die Themen herunterbrechen und dann uns irgendein Beispiel vor Ort suchen, sondern es umzudrehen und zu sagen, wir gehen in die Region und gucken vor Ort und fragen die Leute, und da müssen wir gar nicht hinreisen, weil wir haben unsere ganzen Reporter vor Ort in der ARD, die sich auskennen. Das ist deren Heimat jeweils. Und wir bitten unsere ganzen Reporterinnen und Reporter vor Ort, uns die Themen zu schicken. Was beschäftigt die Leute wirklich vor Ort? Was sind das für Themen? Und da meine ich jetzt nicht, ob irgendwo gerade die Müllabfuhr klappt oder nicht, sondern natürlich Themen, die alle in Deutschland interessieren können, aber die eben vor Ort passieren. Und diese Themen versuchen wir hochzubrechen, sodass sie für jeden interessant sind. Das machen wir mit Tagesthemen mittendrin. Das Tagesthema mittendrin, das gibt es schon oder das geht los? Wir haben vor ein paar Wochen angefangen und wir sind gerade gestartet, dass wir jeden Freitagabend in den Tagesthemen eine Reportage zeigen. Da investieren wir auch richtig, da sind wir wieder bei Investieren, da investieren wir richtig Zeit. 5 Minuten gibt es selten so in einer 30-Minuten-Nachrichtensendung. Oder einem Nachmagazin, dass man 5 Minuten lang eine Reportage zeigt, aber wir setzen halt wirklich einen Schwerpunkt da drauf und man hat sogar, kommen wir wieder bei den Quoten an, man hat sogar auch im Linearen an den Zahlen gesehen, wir haben jetzt mehrmals gehabt, dass wirklich in diesen 5 Minuten mehrere hunderttausend Menschen zusätzlich eingeschaltet haben. Und wir hoffen natürlich, dass das jetzt dauerhaft so ist und so bleibt, dass eben diese Geschichten von vor Ort doch viele Menschen interessieren. Und wir gucken zum Teil in kleine Orte, von denen wir alle noch nie gehört haben. Ich muss zugeben, ich kannte unsere erste Reportage, kannte ich
den Ort nicht, Olstedt in Thüringen, 1000 Einwohner. Mhm. Und da war interessant, da war ein Dorf mit 1000 Einwohnern, wo noch niemand Corona hatte. Niemand war infiziert. Die haben sich trotzdem alle brav an die Regeln gehalten. Aber wir haben da mal hingeschaut, was macht das mit so einem Dorf? Und es war nicht irgendein Dorf, sondern eins, was den Europawettbewerb gewonnen hatte als Vorzeigedorf. Das heißt, die haben ganz, ganz viele Vereine, die machen ganz viel zusammen. Und das ist ein Dorf, was wirklich zusammenhält. Von denen wir alle vielleicht noch nicht gehört haben, aber die uns überraschen, die uns wirklich dann auch interessieren. Wir gucken aber auch manchmal in Städte und schauen, was da die Veränderungen sind und die Themen für die Menschen vor Ort. Okay, und das findet momentan am Freitag statt und das... Im Moment freitags und wir werden, aber steht jetzt schon fest, wir werden im September, quasi nach der Sommerpause und den Sommerferien und vor allem richten wir uns natürlich an Bayern, wenn in Bayern als letztes Bundesland die Sommerferien zu Ende sind, Anfang September, dann starten wir und werden sogar nicht nur einmal die Woche, sondern werden bis zu viermal die Woche dann montags bis donnerstags mit Tagesthemen mittendrin vor Ort sein und kriegen da, da freuen wir uns sehr, sind dankbar, da hat die ARD uns mehr Sendezeit spendiert. Da werden montags bis donnerstags tatsächlich jetzt nach 42 Jahren, seit 42 Jahren gibt es die Tagesthemen, eine große Revolution jetzt oder eine Evolution, dauern die Tagesthemen montags bis donnerstags nicht mehr nur 30 Minuten, sondern 35 Minuten. Und diese zusätzliche Zeit investieren wir wirklich mit dem Blick auf die Region und hoffen, dass wir viele spannende Themen, Menschen, Orte vorstellen können. Und unser Anspruch ist aber wirklich eben, dass alle Leute, egal, also wenn eine Geschichte in Bayern spielt, dann muss die auch die Leute hier noch nördlich von Hamburg interessieren. Und wenn eine Geschichte in Sachsen spielt, muss die auch jemanden in Nordrhein-Westfalen interessieren. Und das kriegen wir aber, glaube ich, ganz gut hin, weil manchmal sind es die Themen, die überraschen, also wie unterschiedlich wir sind in unserem kleinen Deutschland mit den verschiedenen Regionen und Menschen und Gegenden. Und manchmal sind es die Themen, wo wir vielleicht überrascht sind, wie ähnlich wir sind und wie ähnlich wir uns sind und vor allem, was für ähnliche Herausforderungen und Probleme wir haben. Manchmal sind es dann die ländlichen Gebiete, die sowas verbindet, aber eben genauso in Ost wie in West. In Deutschland und das versuchen wir herauszuarbeiten. Das heißt, da ist für jeden immer wieder mal was dabei. Das hast du eben selber gesagt, Tagesthemen sind 40 Jahre plus. Revolution, Evolution, wie auch immer. Was ich so ein bisschen damit verbinde, ist, dass ich nicht so viele Menschen kenne, die in dem Moment, wo sie das Wort ARD hören, sofort an Innovation denken. Das, was du jetzt gerade beschreibst, kann man schon als Innovation bezeichnen. Frech gefragt, warum dauert es 40 Jahre, bis nach der Innovation Tagesthemen zu erfinden? Gewissermaßen der nächste Schritt einer Innovation in den Tagesthemen stattgefunden hat, obwohl ich natürlich weiß, dass wahrscheinlich in den 40 Jahren durchaus die ein oder andere Geschichte passiert sein mag, aber ich gebe gerne zu, ich wüsste sie jetzt vom Stand heraus nicht zu benennen. Ja, also so eine charmante Anmoderation, da mag ich gar nicht widersprechen, muss das aber natürlich schon machen, genauso wie du schon angedeutet hast. Natürlich ist die Jahre über viel passiert, allein weil die Tagesthemen gab es mal, ich glaube nur montags bis donnerstags und freitags gab es den Bericht aus Bonn mit Friedrich Nowotny damals und das hat sich ja alles über die Jahre geändert und plötzlich kam das Wochenende dazu und so weiter. Also die Tagesthemen sind schon immer wieder gewachsen. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir über das Thema Vertrauen sprechen, wir hatten viele Jahrzehnte, wo es gereicht hat, dass abends in einem Nachrichtenmagazin den Menschen nochmal die Welt erklärt wurde, weil man nicht so viel gereist ist, weil nicht jeder schon mal in Asien war oder auch noch nicht jeder damals in den USA war. Ja. Heute ist ein Großteil unserer Gesellschaft
in Deutschland. Wir sind ja auch Reiseweltmeister, war schon, also USA sowieso schon jeder, aber in Asien eigentlich auch. Und jeder hat schon mal alles Mögliche gesehen. Für die Auslandskorrespondenten wird es schwieriger, irgendwelche völlig neuen Geschichten zu finden. Das heißt, es geht viel mehr um Aktualität. Und die liest man und sieht man den ganzen Tag über Social Media, über alle möglichen Plattformen. Da muss man auch nicht immer darauf warten, dass abends irgendwann um 22.15 Uhr oder später, wir werden ja leider auch mal viel hin und her geschoben mit der Anfangszeit bei den Tagesthemen. Das könnte auch eine Innovation sein, mal die Tagesthemen immer mit einer Nullzeit zur gleichen Uhrzeit auszustrahlen, nur so als Tipp. Guter Tipp, nehme ich mit. Hätte ich nichts dagegen, liegt leider nicht ganz in unserer Hand. Aber es ist tatsächlich so, so eine Uhrzeit, die bindet oder macht es eben schwierig, wenn man wie bei uns montags bis donnerstags mit Glück um 22.15 Uhr anfängt, manchmal auch später. Freitags sind wir ein bisschen früher dran, um 21.45 Uhr. Das ist zwar schön, da hat man mehr Zuschauer, aber eben auch wieder eine andere Uhrzeit. Und samstags nach den Spielfilmen oder der großen Show, das ist dann bald nach 23 Uhr. Und sonntags nach Anne Will um 22.45 Uhr. Das ist zwar irgendwie alles gelernt am Sonntagabend, aber trotzdem haben wir dann natürlich an 7 Tagen 4 verschiedene Uhrzeiten mindestens. Das macht es schwierig. Da ist das deutsche Fernsehen und in diesem Fall die ARD irgendwie so, in den USA würde man es nicht so machen, da hätte man ganz konsequent die Nullerzeiten, um den Menschen das anzugewöhnen und dass jeder eben weiß, abends um die Uhrzeit gehe ich nicht ins Bett, ohne diese Nachrichtensendung oder diese Late-Night-Show zu sehen. Von daher danke für den Hinweis nochmal. Ich werde intern kämpfen, dass wir da auch einer besseren und einheitlichen Uhrzeit näher kommen. Aber jetzt musst du nochmal sagen, wir waren vorher bei, was war die Frage vorher? Wir waren vorher bei dem Thema Innovation, warum man die ARD so selten mit dem Begriff Innovation im Zusammenhang bringt. Oder vielleicht seltener, ich glaube, als es der Fall sein sollte. Ich glaube, ich könnte jetzt verschiedene Punkte aufzählen, aber ich glaube, wir verkaufen uns nicht immer gut genug, weil es gibt viele Innovationen in der ARD. Und das, was ich eingangs gesagt habe, allein ARD aktuell auf Instagram die Nummer 1 und das war vor meiner Zeit hier. Ich schmücke mich da gar nicht oder lob mich da gar nicht selbst, sondern das haben die wunderbaren Kolleginnen und Kollegen hier in den letzten Jahren gemacht. Viel mehr Innovation geht da gar nicht, als auf einer der neuen großen Plattformen die führende Marke zu sein, das hinzukriegen als so ein alter Tanker, als der wir ja gelten. Ja. Und das geht natürlich nur, wenn hinter den Kulissen sich die Strukturen auch nach und nach verändern. Und das hat hier eingesetzt, hier hat sich schon viel geändert, aber natürlich ist das ein langer Weg und wir sind nicht wie in einer freien Wirtschaft ein Haus, wo eben die Leute rausgeworfen werden und riesig gespart wird und dann völlig neue Leute reingeholt werden oder so. Da funktioniert der Öffentlich-Rechtliche anders und trotzdem, wenn man es dann hinkriegt, trotzdem innovativ zu sein und früh genug dran zu sein und erfolgreich zu sein auf neuen Plattformen, dann würde ich sagen, hat man einiges richtig gemacht. Gut, jetzt ist ja diese Beitragsdiskussion, wenn wir wieder auf dieses heilende Mittel Corona im Sinne von, man sieht, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung doch viel größer ist, als es möglicherweise in der Diskussion, insbesondere in der Politik, zum Ausdruck gekommen ist. Es wird ja trotz alledem mächtig darüber diskutiert, ob man mehr Geld für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Zahler, also als Zahlender, aufzubringen hat oder nicht. Und die Meinung ist durchaus auch populär zu sagen, nee, ich zahle eh schon genug oder eh viel zu viel. Das steht ja so ein bisschen im Widerspruch eigentlich zu dem, wenn ich mir die Reichweite angucke oder meinetwegen, dann tue ich mal so und sage, ich gebe zu, ich habe bisher nicht gewusst, dass die Tagesschau auf Instagram entsprechend führend ist. Woran liegt dann dieser Widerspruch? Ja, das eine ist, dass wir beim Öffentlich-Rechtlichen irgendwie traditionell nicht jeden Tag herausschreien, was wir alles Tolles machen, sondern wir senden es und gehen davon aus, dass die Leute es sehen. Ja. Was aber heutzutage natürlich mit großem Wettbewerb und vielen Anbietern nicht mehr so der Alleingang ist.
Also ich glaube, auch mit der, um nochmal auf das Vertrauen da zurückzukommen, mit der Vertrauensdebatte, wir müssen halt jeden Tag neu wieder das Vertrauen erwerben. Und im Nachrichtenbereich kommt natürlich hinzu, oder vorweg gesagt, das Vertrauen ist ja in den letzten Jahren, wenn man insgesamt guckt, ist es ja hoch geblieben. Es ist ja nicht so, dass da kein Vertrauen mehr da ist, sondern wenn man die Zahlen anguckt, verschiedenste Erhebungen in Deutschland, auch im internationalen Vergleich, stehen wir richtig gut da. Also die Leute vertrauen uns als Öffentlich-Rechtlichen. Was sich geändert hat, ist, dass es polarisierter geworden ist. Es gab eine große Mitte, die gesagt haben, naja, manche Abende gefällt mir die Tagesschau, manchmal ärgere ich mich. Diese Mitte ist kleiner geworden und es gibt viele große Menge, die uns wirklich vertrauen. Und am anderen Ende, die von Lügenpresse, Begriff nenne ich jetzt nur das eine Mal, aber um es deutlich zu machen, die wirklich am ganz anderen Ende sind, aber die nicht nur uns öffentlich-rechtliche Medien nicht haben wollen, sondern eigentlich Medien insgesamt nicht und vor allem unsere Demokratie nicht haben wollen, diese Gruppe ist auch größer geworden. Das heißt, es ist polarisierter. Das macht es schwieriger und das erhitzt manchmal Debatten, wie das, was du gerade angesprochen hast, dass man manchmal den Eindruck hat, da ist gar kein Vertrauen mehr da und alle hassen die Öffentlich-Rechtlichen, obwohl es nicht so ist. Und dass es nicht so ist, sieht man an den vielen Millionen, die uns jeden Tag nutzen und auf allen Ausspielwegen und auch an den ganzen Umfragen, die es gibt, da ist jetzt nicht ist das Vertrauen nicht riesig eingebrochen, dass auf einmal unseren Nachrichten und unserem Programm keiner mehr vertraut. Vielleicht ganz kurz meine Neugierde, da wo du jetzt sitzt, also jenseits dessen, dass das in Hamburg ist, sieht jetzt nicht so aus, als ob du dich in dein privates Homeoffice begeben hast, es sei denn, du erzählst mir, dass du in deinem privaten Homeoffice über wenn ich da durch diese Fensterscheibe durchgucke, über eine fulminante Halle verfügst. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Hier, man sieht es nur so leicht gespiegelt, da ist unser Nussu direkt hinter mir. Also ich sitze in meinem Büro wir haben seit dem letzten Jahr ein neues Gebäude tatsächlich hier auf dem NDR-Gelände, direkt neben unserem bisherigen Gebäude, das alte wird nicht abgerissen oder irgendwas, sondern das wird von den NDR-Kollegen weiter genutzt. Gibt es eine kleine Rochade. Wir stellen uns alle neu auf, um crossmediale arbeiten zu können. Die Kollegen vom NDR mit Hörfunk, Fernsehen und Online. Wir haben hier keinen Hörfunk, aber mit Fernsehen und den ganzen Online- und digitalen Ausspielwegen, die bisher im alten Gebäude an völlig verschiedenen Orten saßen. Jeder für sich. Manchmal kannte man sich zufällig, weil man sich in der Kantine getroffen hat. Aber viele kannten sich gar nicht. Und dann hat man einen Breaking-News-Fall und jeder arbeitet für sich und vor sich her und fragt irgendwelche Expertinnen und Experten an dann wird doppelt angerufen und sonst was. Ist in vielen Häusern und anderen Medienhäusern zum Teil auch noch so. Und in den letzten Jahren waren und sind alle irgendwie in diesem Umbruch. Wir haben das Glück, wirklich, dass wir hier uns neu errichten konnten, praktisch mit diesem Nachrichtenhaus, was wirklich so gebaut wurde, dass wir so modern crossmedial arbeiten können. Das heißt, was man hier hinter jetzt nur ansatzweise erkennen kann, ich bin im ersten Obergeschoss und diese Bildschirme, die man sieht, ist praktisch der obere Rand unseres Newsrooms. Da hängen, wie man das so aus Newsrooms kennt, da hängen ein paar Bildschirme und laufen die Fernsehsender. So halb zur Show und halb, weil man natürlich mit einem Auge drauf schielt. Und da unten im Erdgeschoss ist eine große Fläche, da gibt es knapp 80 Arbeitsplätze, wo alle Ausspielwege nebeneinander sitzen. Das heißt, wirklich von der linearen, traditionsreichen 20-Uhr-Tagesschau, die früheren Tagesschau-Ausgaben und die Nachtausgaben natürlich auch. Daneben sitzt dann plötzlich Tagesschau.de, daneben sitzen die Socials, das ist ein recht neues Team, so ein bisschen Startup-Feeling. Dann gibt es die Tagesthemen und unsere Planung noch, dann gibt es die App, wir haben eine Erklärunit so für Erklärstücke und noch verschiedene andere Bereiche, natürlich die ganze Grafik, alles was dazugehört und all das war vorher getrennt und jetzt sitzt man da ganz nah und zum Teil direkt nebeneinander. Nur Corona hat das wieder so ein bisschen kaputt gemacht gerade, weil
wenn dann plötzlich Stellwände dazwischen stehen oder wir Plätze freilassen müssen, dann passt das natürlich nicht ganz so zu diesem neuen crossmedialen Weg, den wir eingeschlagen haben. Eine Frage, die ich immer gerne stelle, ist die, stell dir vor, du bist für 24 Stunden gewissermaßen der alleinige Entscheider über alles. Jenseits dessen, dass du vielleicht dir dann wünschen würdest, dass Corona nie gekommen wäre und nie kommen würde. Aber lassen wir das mal außen vor. Was würde dir dazu einfallen, um in puncto Akzeptanz, quasi heilende Wirkung, wie auch immer du die Überschrift dafür sehen möchtest, was würdest du anders machen? Ich habe das mit der Nullzeit jetzt schon verstanden, also das ist möglicherweise etwas. Aber darüber hinaus, um meinetwegen die Akzeptanz nachhaltig so zu verändern, auch dass die Beitragszahler, das bin ich ja auch und du auch und alle anderen, die uns jetzt hier beiwohnen auch, meinetwegen mit Hurra sagen, 20 Euro im Monat, gar kein Problem. Wenn ich mir was wünschen könnte, was vielleicht leider ein bisschen unrealistisch ist, dann würde ich sagen, dass wir irgendeine Aktion, ein Programm auflegen, dass wir mit fast jedem Einzelnen sprechen können. Weil das ist der Kern des Ganzen. Wir merken es immer wieder, wenn wir Besuchergruppen haben oder auch wenn wir mal Beschwerdemails bekommen. Und die kriegt ihr natürlich ganz selten. Ganz, ganz selten. Ich kann mich an die letzte gar nicht erinnern. Aber manchmal antworten wir per Mail. Manchmal greife ich aber auch und auch Kollegen zum Hörer und wir rufen an so, und sprechen mit den Leuten. Und so hart wie die Mails zum Teil auch waren, die uns dann erst geschickt haben, wenn die wirklich ernst genommen werden und jemanden an der Leitung haben, am anderen Ende haben, jemand, der wirklich ernsthaft, und manchmal klappt das auch schon in E-Mails, der wirklich zeigt, uns ist es ernst. Wir machen dieses ganze Programm für euch und für uns alle, für unsere Gesellschaft. Das bewirkt schon ganz viel. Und viele, also sie sind in der Sache natürlich weiterhin hart mit der Meinung, die sie haben oder was sie bei uns vielleicht falsch fanden in der Berichterstattung oder was wir anders machen müssten. Aber sie haben nicht mehr diese komplette Ablehnung, dass sie denken, hier sind alles Idioten und die sollte man abschaffen oder halbieren oder sonst was. Und das heißt, es ist wirklich immer dieser persönliche Austausch und den Menschen unsere Arbeit zu erklären und einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Und man merkt es einfach immer wieder, bei jeder Besuchergruppe, bei jedem Einzelnen, den man spricht. Wenn ich jetzt mal fragen darf, was ist dann dein Wunsch für du bist für 24 Stunden der Herrscher über alles und kannst implementieren, was du möchtest? Wie viel Geld gibst du mir dafür? Ja, du hast, wie heißt es so schön im Englischen, think out of the box oder think big oder lass dich mal nicht limitieren durch Beschränkungen, die dir sowieso von vornherein schon dazwischen sind. Man fängt an, mit alle Schulklassen einzuladen. Man schleust jeden Tag 50 Besuchergruppen hier übers Gelände und kommt mit denen in Kontakt, zeigt denen und erklärt denen, was wir hier machen. Selbst wenn die nur ein paar Erklärfilme sehen und ein bisschen hinter die Kulissen gucken und vielleicht einen geschulten Leiter da haben, der sie rumführt, selbst das würde schon einiges bringen und die Leute können ihre Fragen loswerden und wir hätten genug oder könnten genug Mitarbeiter da investieren, dass wir jeden Kritiker wirklich anrufen und mit dem reden und Kontakt aufnehmen. Leider unrealistisch, aber du wolltest es ja unrealistisch. Hätte ja auch ein ganz anderer Wunsch sein können, den du in den 24 Stunden hättest. Wir reden ja heute vor allem über Vertrauen. Ja. Und ich glaube, dass das einfach dauerhaft der Schlüssel ist. Kann man auch auf viele andere Häuser und Medienhäuser und Unternehmen und außerhalb der Medien und so übertragen. Aber vor allem natürlich für uns Öffentlich-Rechtliche, die wir von der Gesellschaft bezahlt werden und getragen werden müssen, wo es eine Akzeptanz geben muss dauerhaft. Und da ist das Vertrauen der Schlüssel.
Und da wiederum ist der Schlüssel nicht nur das gute Programm, was wir jeden Tag versuchen zu machen und dass wir jeden Tag wieder das Vertrauen da gewinnen müssen. Darüber hinaus ist es tatsächlich, mit so vielen Menschen wie möglich in Kontakt zu kommen und denen unsere Arbeit zu erklären und Vertrauen zu schaffen und deren Vorbehalte, Fragen, deren Ärger ernst zu nehmen und zu beantworten und zu erklären, weshalb passiert dieses oder jenes so. Das ist wichtig. Jetzt habe ich dich ja auch schon in den Tagesthemen bewundern dürfen. Ist das jetzt der quasi neue Trend, dass die Chefredakteure gleich höchstpersönlich die Sendung übernehmen und somit das Gehalt der Moderatoren auf die Art und Weise als Sparmaßnahme vorweggenommen zurückführen? Stimmt, oder? Das ist ja bei mir alles inklusive. Ich bin eh bezahlt, ja. Genau. Mein Vorgänger hat das auch schon ein paar Mal gemacht und ich nun auch schon ein paar Mal. Aber mir persönlich macht es natürlich wahnsinnig viel Freude zu moderieren. Habe ich bei Phoenix einige Jahre gemacht in verschiedensten Formaten dort. Und hier ist meine Arbeit zwar hauptsächlich hinter der Kamera und nun bei wirklich so einem großen Haus und so viel Output, den wir jeden Tag haben, natürlich für meine beiden Kollegen und mich viel, viel Management. Aber wenn sich die Chance ergibt, dann moderiere ich natürlich gerne, bei den Tagesthemen im Studio zu stehen, wirklich historischen, auch wenn es vor ein paar Jahren neu gebaut wurde, aber trotzdem hier auf dem Gelände ja historischen Tagesschau-Studio ist natürlich was ganz Besonderes, ist nochmal was ganz anderes als jedes andere Studio. Und wenn man den Gong der 20 Uhr hört oder wie in meinem Fall dann das Intro für die Tagesthemen, da kriegt man natürlich ein bisschen Gänsehaut. Das ist einfach was Besonderes. Das ist, glaube ich, auch wenn ich das 10. Mal irgendwann gemacht haben sollte, wird sich das nicht verändern. Und wir haben großartige Moderatoren mit Karin Mioska und Ingo Zamperoni, die zwei Hauptmoderatoren, und Pina Atalay, die beiden noch in Urlaubszeiten und darüber hinaus dann unterstützt. Aber ab und zu gibt es mal Momente, wo alle drei verhindert sind. Und da bin ich dann das Backup. Okay. Und das durfte ich schon ein paar Mal machen. Jetzt quasi das Backup. Wir sind noch in Corona-Zeiten. Inwieweit sind eure Prozesse jetzt auch noch anders, als sie es in Nicht-Corona-Zeiten waren? Denn doofe Frage, was wäre denn passiert, wenn ein quasi schlachthofartiger Ausbruch bei euch passiert wäre, oder wäre das von den Prozessen her schwerer gewesen, dass das passieren kann? Ja, ich nehme die gute Nachricht vorweg. Wir haben tatsächlich trotz mehrerer hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus, wenn man die Technik und Produktion auch dazu nimmt, haben wir bis heute bei ARD aktuell keinen einzigen Fall gehabt, keinen einzigen Corona-Fall. Und wenn man so rumhört in den anderen Medienhäusern, da gab es schon einige, manche hatten 10, 20, war vor allem aber auch am Anfang viele der Rückkehrer aus dem Urlaub, damals Skiurlaub und so, in der Zeit in vielen Häusern. Bei uns war natürlich die große Disziplin und unsere guten Vorkehrungen und natürlich ein bisschen Glück, dass wir bis heute keinen Fall hatten. Aber wir haben tatsächlich ein bisschen gelockert vor ein paar Wochen. Wir haben aber tatsächlich auch jetzt nur gut die Hälfte der Mitarbeiter, die hier im Haus arbeiten. Mhm. Knapp die Hälfte weiterhin im Homeoffice. Und das ist das eine. Und was undenkbar gewesen wäre vor Corona, dass wir unsere ganzen Sendungen mal eben so machen, dass die Hälfte im Homeoffice ist und dass über einen Laptop oder iPad von zu Hause, über den Server und verschiedenste Programme dann von zu Hause begleitet, hätten wir alle gesagt, unmöglich, das geht nicht. Und insofern hat Corona einen riesen Schub gegeben an Digitalisierung, an agilem Arbeiten, an der Beziehung zu Homeoffice. Vorher waren es, glaube ich, viele Vorurteile, was das Homeoffice angeht. Die einen haben gedacht, na, Homeoffice heißt, da sitzen die Leute zu Hause und machen nichts.
Die einen wollten unbedingt nach Hause und von zu Hause arbeiten, andere haben gesagt, niemals, will ich gar nicht. Und alle sind mal bei uns in die Situation gekommen, ich auch, für ein paar Wochen, einzelne Tage. Alle waren in der Situation, mal von zu Hause zu arbeiten. Das heißt, wir alle haben dann eine neue Beziehung aufgebaut und gemerkt, was die Vor- und Nachteile sind. Und wir gucken natürlich als nächstes, was auch über die Corona-Zeit hinaus das bedeutet für uns, welche Jobs, welche Bereiche, welche Aufgaben bei uns wirklich im Haus erledigt werden müssen, welche man zu Hause machen kann. Und von daher hat Corona da einiges bewegt. Ist Tagesschau bzw. Tagesthemen heute, ist es vorstellbar, dass man das komplett aus dem Homeoffice heraus macht? Also irgendwie technisch würde es gehen, aber es würde von der Sache her insofern nicht gehen. Da sind Grenzen, weil, das gute Beispiel, Tagesthemen, das ist ein kleines Team, da haben wir 5, 6 Leute am Tag, die hier bei uns im Haus die Sendung machen. Die Beiträge kriegen wir alle zugeliefert aus den einzelnen Studios, aus Deutschland oder in Auslandsstudios. Deswegen haben wir wirklich ein kleines redaktionelles Kernteam hier im Haus. 5, 6 Leute, die die Sendung von früh bis spät bis zur Ausstrahlung begleiten. Und die sitzen normalerweise, jetzt mit ein bisschen Abstand, aber normalerweise auf engstem Raum zusammen, weil sie den ganzen Tag natürlich miteinander diskutieren, wie die Sendung aufgebaut wird. Da verschiebt sich ja ständig was in der Planung. Und alle sind am Telefonieren mit den Korrespondenten. Man hört mit einem Ohr hin, mit wem hat der Kollege gerade telefoniert und wie weit ist der Beitrag und so. Wenn natürlich alle zu Hause sitzen, dann kann man sich ein paar Mal zusammenstellen und hat die Planungsprogramme und so weiter, wo jeder sehen kann, wie ist die Sendung aufgebaut. Aber dass die Tagesthemen beispielsweise so komplett ohne durchgehende Kommunikation auskommen könnten, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber was wir tatsächlich machen, und das ist eben das ist das, wie wir noch aufgestellt sind und auch noch ein paar Monate so aufgestellt sein werden. Bei den Tagesthemen beispielsweise ist knapp das halbe Team zu Hause und arbeitet aus dem Homeoffice. Das heißt, die bekommen dann einzelne Themen für die Sendung, einzelne Beiträge, wo man weiß, die kommen jetzt nicht 5 Minuten vor der Sendung rein, sondern die sind vielleicht schon 1 Stunde vorher da und fertig, sodass man einen kleinen Puffer hat, falls technisch irgendwas von zu Hause nicht so klappt. Das heißt, es gibt Einzelne, die die Sendung von zu Hause unterstützen. Selbst das ist wirklich ein großer Schritt. Und da geht ein bisschen Kommunikation verloren, aber es geht irgendwie. Und in anderen Bereichen, Social Media oder auch tagesschau.de, da kann man natürlich noch mehr von zu Hause machen. Da ist nur wirklich eine kleine Gruppe hier im Haus, die direkt angebunden sein müssen und wo die Drähte hier zusammenlaufen. Abgesehen von Corona, jetzt bist du noch nicht so lange mit der Tagesschau beziehungsweise bei ARD aktuell. Was war die größte Überraschung für dich, dort anzufangen oder diese Ikone zu erleben? Große Überraschung. Also ich war ja schon einmal hier vor 8 Jahren, deswegen kannte ich grundsätzlich das Haus, auch viele Kolleginnen und Kollegen. Deswegen hat mich tatsächlich nicht so viel überrascht, außer dass ich tatsächlich in ein Haus gekommen bin, was wahnsinnig offen war für das, was wir besprochen haben, für die ganzen Veränderungen. Ich glaube, das Image von ARD aktuell, von der Tagesschau, ist wahrscheinlich, also müssten wir jetzt hören, unsere Zuhörer, was die sagen, aber ist wahrscheinlich eher eins, da ist so ein typisch öffentlich-rechtliches Haus, da sitzen viele Leute dahinter, die irgendwie seit 40 Jahren das Gleiche machen und genauso noch arbeiten und irgendwie auf Papier die Sendung planen oder so. Dabei hinter der Fassade hier und gerade sogar in unserem neuen Nachrichtenhaus sind viele Bereiche des Hauses schon komplett umgebaut, modernste Arbeitsweisen und sind ganz viele, die genau wissen, dass wir diese große Marke mit in die neue Zeit und durch diese ganze Veränderung nehmen müssen. Also ich war positiv überrascht, wie viel möglich ist wirklich. Und so macht das dann auch Spaß,
die ganzen Veränderungen umzusetzen, wenn man weiß, da muss man nicht irgendwas irgendwie von oben hierarchisch vorgeben und verdonnern, sondern, und so versuchen wir das als junges Team auch, ich glaube, leben wir auch ganz gut vor. Wir wollen da gar nicht so die großen Hierarchien zeigen, sondern ja, wir wollen hier im Team zusammenarbeiten. Wir zum einen als Trio, was wir gut machen, und auch mit allen anderen im Haus. Und es ist zwar ein recht großes Haus, aber trotzdem wollen wir keine riesen Hierarchien haben, sondern wir haben heute gerade wieder ein paar neue Kolleginnen und Kollegen heute Nachmittag begrüßt, die jetzt hier neu angefangen haben. Und haben die als erstes gebeten, dass sie, wenn sie ankommen, bitte nicht sich zu schnell an die Strukturen gewöhnen und einfach da brav mitmachen, sondern wir haben die gebeten, dass sie uns herausfordern sollen. Wir haben die gebeten, dass sie von Anfang an alles kritisch hinterfragen sollen und dass sie unser Backing haben, dass sie, egal ob bei ihren Abteilungsleitern oder wenn sie bei uns vor der Tür stehen, sagen, Leute, ich habe jetzt eure Strukturen gesehen, wieso macht ihr das denn so? Macht das doch mal so oder so. Nur so können wir wirklich stark bleiben und können uns weiterentwickeln. Das klingt innovativ. Helge, vielen Dank für deine Zeit. Ist schon um. Ja, wir sind jetzt eigentlich so langsam rum. Also, wenn ich jemanden empfehlen dürfte, so als PR-Onkel für die ARD, dann würdest du dich, glaube ich, ganz gut eignen, weil man sieht dir deine Begeisterung förmlich an. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg und schöne Grüße aus München. Bist du eingefroren? So, ich bin jetzt. Oh, jetzt bist du wieder da. Ah, jetzt bin ich wieder da. Ich habe gesagt, schöne Grüße aus München. Insofern jetzt mal hurtig weiterarbeiten, damit es heute Abend noch eine Tagesschau gibt. Ne? Wunderbar, und alle einschalten. Ja, genau, alle einschalten. Alles klar. Schon hast du mindestens 100 Zuschauer. Tschüss. Genau. Danke. Ciao, ciao. Bitte. Ciao.